Heute sind wir in den Backrooms, aber in Roblox. Dabei begegnen wir vielen komischen Räumen. Da sind wir wohl durch die Backrooms geglitscht. Vielen verschiedenen Monstern sowie auch anderen Spielern. Na, ob das was wird, erfahren wir in diesem heutigen Video. Denn wir befinden uns heute hier in einer Roblox Craft Map, die richtig cool ausschaut. Mal gucken, was die bringt. Anscheinend gibt es ja verschiedene Ränge. Die gehen von Visitor, also dem Besucher, einmal bis ganz hoch zu Backrooms mit so einer leuchtenden Schrift, richtig cool. Ich weiß aber nicht, was die genau bringen. Also, da gehen wir mal gemeinsam in die Backrooms, würde ich sagen. Erst einmal direkt drin. Players 0, Time 11, okay. Das sind dann verschiedene Server oder wie? Oh, richtig cool. Also, ich würde sagen, wir gehen dahin, wo ein paar Players sind. Oh mein Gott, jetzt geht's los. Die Backroom-Story beginnt, Leute. Starting in 20 Sekunden. Nice. Hier sind wir also ein paar Visitor. Okay, der erste Kontakt in 1988. Was da genau passiert, weiß ich nicht. Aber anscheinend öffnen wir jetzt diese Tür da oben. Okay, jetzt beginnen die ersten Personen anfangen irgendwie zu verschwinden. Und Penta TM ist anscheinend der Stelle. Okay, dann beginnen wir mal zu filmen hier. Da ist also unsere Kamera. Hier kann man direkt auch Sachen kaufen. Okay. Cool. Da gehen wir mal zu unseren Kameras, ne? Okay, Action. Dann drehen wir mal zu unserem ersten Film. Oh. Da sind wir wohl durch die Backrooms geglitscht. Okay. Da sind wir also gerade genoclippt, aber wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Genau, da stelle ich mir auch die Frage. Okay, wir haben ein großes Problem anscheinend. Wir wissen nicht, wie wir hier rauskommen sollen. Okay, wir sollen dem Panda TM folgen. Dann folgen wir ihm einfach mal, würde ich sagen. Und das sieht ja alles so ein bisschen büromäßig aus. Diese Büros sind, denke ich mal, in Amerika relativ groß und hier wird es ziemlich dunkel, oh nein. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Ja, das, oh, aber richtig cool modelliert. Okay, da renne ich mal meinen Freunden hinterher hier. Wow. Okay. At anything which you can help to escape. Okay, dann würde ich einfach mal zusammengehen wollen. Wir klitschen hier auch ab und zu ein bisschen vom Bildschirm her. Okay, eins. Eins auf so einem Rad. Okay. Dann vielleicht hier so. Hier ist nichts, okay. Hier geht's. Hier ist das Ende. Was ist da hinten? Genau. Oh, wir haben etwas gefunden. Okay, Panda kommt. Wir haben nämlich hier diese Kreuze gefunden. Oh, die verändern sich auch. Ja, das könnte ein Puzzle sein. Hm. Okay, jetzt müssen wir nur den Code für das Puzzle finden. Und da gehen wir jetzt zu zweit hin. Okay. Hier ist ein X. Okay. Was ist da los? Hier sind überall Pfeile. Wo kann ich hier dran klettern? Nee. Aber da gehe ich mal meinem Kumpel hier hinterher. Guck, was der so macht. Hier ist nix. Hier war doch ein anderer Code noch, oder? Hier, 1. Und X ist ja vielleicht 10 oder sowas, kann das sein? 1, 0. Okay, ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, aber es klingt spannend. Ist hier hinten noch irgendwas? Hier geht's durch. 0. 1, 0, 0, 1. Okay, da gehen wir mal hier durch. Kann man hier irgendwas aktivieren?
Oha, hier geht's jetzt lang. Nice, wir haben's. Genau, good job. Async, ist das das Unternehmen hiervon? Okay. Okay, wir brauchen irgendeinen Hebel. Okay, wir brauchen irgendeinen Hebel, womit wir was aufheben können. Oder irgendeinen Knopf oder irgendwas. Okay. Okay, wir haben's. Oh, was ist da passiert? Oh mein Gott. Okay, hier wird's wirklich, wirklich dunkel. Mal sehen, wo wir lang müssen. Hier vielleicht lang? Oh mein Gott. Ah! Ah! Oh mein Gott, wenn ihr außerdem Vorschläge habt, wie ich meinen Avatar designen könnte, damit er mehr unique vielleicht sogar ist, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das auch zusätzlich. Denn hier gibt es verschiedenes blaues Haar zum Beispiel. Oder auch irgendwelche Flügel, sogar ein Pu, oh mein Gott. Irgendwelche Katanas, Gesichter und noch viel mehr. Oh, sogar eine Gwen Stacy-Maske ist ziemlich cool. Das ist ziemlich fresh irgendwie. Finde ich mega nice. Und vielleicht sogar hier so ein Grinsegesicht. Sieht ziemlich cool aus. Oder so, oder wirklich so ein Block Minecraft-Skin irgendwas. Vielleicht, vielleicht mache ich sogar meinen Minecraft-Skin nach. Oder so ein Eisgolem. Das ist ziemlich fresh auch irgendwie. Ja, Ache, passt zwar gerade nicht so, aber schon irgendwie interessant. Naja. Wenn euch das heutige Video gefallen hat und ihr mehr Roblox oder Minecraft-Content sehen wollt, dann folgt bitte rein und schlagt mir bitte vor, welches Spiel ich als nächstes im Roblox spielen könnte, da die alle ziemlich cool aussehen. Falls ihr hier etwas seht, was ihr gerne als Video haben wolltet, dann sagt bitte Bescheid. Zum Beispiel Craft Game, ein Mix aus Minecraft und Roblox. Ist doch auch bestimmt interessant. Oder hier Dwarf, eine Zeichnung malen. So wie vielleicht sogar Squid Game oder sowas. Ist bestimmt auch mega lustig. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.